Fans waren ja, also einige Fans waren ja durchaus enttäuscht davon. Insgesamt, ich kann sagen, dass es ein nettes Spektakel auf jeden Fall war. Der Endkampf war auch schön episch. Hast du dich da wieder spoilern lassen, oder wie? Hä? Hast du ja schon geguckt, oder was? Wie geguckt? Vom Film. Vorher. Wie, nee. Oder wie? Nee, hab ich nicht. Oder was Inhalt ist, oder wie, schon geschaut? Auch nicht. Nee. Ich wär kurz davor gewesen, mir doch mal einen Trailer anzugucken. Es gab ja einen Trailer, hab ich dann gesagt, komm, du willst dir doch wohl nicht auch nur einen Funken davon verraten, was passiert. Das war auch wieder blöd. Deswegen war das, glaube ich, der einzige Film, bei dem ich überhaupt nichts vorher gesehen hatte. Und vielleicht wirkt er deswegen auch nochmal anders. Ich kann auf jeden Fall sagen, also beeindruckend, also die Gestalt fand ich sehr schön, atmosphärisch, beeindruckend, riesengroß, mit sehr vielen Flügeln. Die Flügel sahen am Anfang ein bisschen komisch aus, als sie da runterkam, an einer Stelle, wo mir da nicht ganz klar war, dass es eigentlich die Flügel von ihr waren. Ein bisschen seltsam gezeichnet, mit diesen beiden Leuchtekugeln oben drin. Ja, das machen die aber ganz gern, gerade bei den Japanern, immer irgendwie so Augen oder sowas oder Juwelen oben in das Flügelgelenk. Da also wieder mal zwei hat man ja auch bei der fünften Digimon-Staffel, das Rice Greymon, hat auch so zwei Edelsteine halten oder sowas, oder so Perlen drin, sagen wir es mal so, oder irgendwas, was leuchten kann an den Flügeln da oben. Auch also ziemlich ähnlich. Also die Gestalt war durchaus beeindruckend, sie hing so ein bisschen komisch immer runter. Ja, das soll immer so diese übermächtigen Wesen, die ihre eigene Kraft nicht mehr kontrollieren können, eigentlich quasi dadurch verkrüppelt sind. So ein bisschen zombie-mäßig auch da so rumhängen. Von ihrer Macht beherrscht sind quasi. Muss man sich das dann so vorstellen. Dadurch gab es sehr viele, sagen wir mal so, Ass-Shots, so gesehen. Ja. Der Hintern dieser monströsen Gestalt, die, oh Wunder, welch Wunder, einen femininen, quasi nackten Körper hatte, auch ohne Brustwarzen. War dann sehr oft so zu sehen, von hinten mit Fokus auf ihre Hinterbacken. Des ersten FC Nürnberg, so. 90. Genau, des ersten FC Nürnberg. Das ist mir noch aufgefallen in der Darstellung. Wo ich dachte, naja gut, okay, von mir aus, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ui. Irgendwas wollte ich noch sagen mit der Auflösung der... ich glaube, das hat schon gepasst. Hm? Mit irgendwas dachte ich, wäre komisch gewesen mit dem Auflösen der Umgebung, diese Attacke, dass sie so einen Regen macht, der... Ich fand es ein bisschen komisch, Daten er konnte auflöst. Es ja irgendwie dann auch auf Kommando bewirken, der falsche Genei. Hm. Er konnte ja da schnipsen einmal und dadurch ist dann auch diese Attacke entstanden. Irgendwie ging das nicht zwingend von ihr aus, ganz komisch. Und manchmal war das auch einfach nur der Nebel, manchmal auch, wenn sie etwas berührt hat. Ja. Also es war willkürlich und es ist auch nur gelegentlich passiert. Ach ja, genau. Sie haben nicht großartig irgendwas, sagen wir mal so, bis zum gewissen Punkt jedenfalls, zerstört. Also bis die ersten Zerstörungen waren, da hat sie ja nur aufgelöst. Mhm. Also an nichts, was sie berührt hat, hätte irgendwie... zusammenbrechen können, weil es sich aufgelöst hätte. Bisschen komisch, dass man dann so ein zusammengebrochenes Haus oder sowas so Trümmer, gesehen hat. Ja. Trümmer. Die hätten gar nicht entstehen können, denn es wäre einfach zersetzt worden. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Hielt das für einen Filmfehler? Man hat einfach nicht ganz nachgedacht, okay, es sei verziehen. Ein anderer Punkt, da hat man wieder, wobei das mich dann so überrascht in dem Punkt, weil man hat, ja, wie auch jemand da im Kino gemeint hat, Blut gab es eigentlich noch nie in Digimon. Ja. Und dann jemand, der sogar so dermaßen... Das hat jemand gemeint, während im Film oder wie? Ja. Okay. Das stimmt. Ich hab, wenn ich mich so überlege, also dass wirklich jemand schwer blutend, das hatte ja so Corpse-Party-mäßig schon Niveau, wie das Blut überall geklebt hat. Ja, man kann jetzt sagen, für eine Riesenlache dann auch Digimon Adventure 3 ist erwachsener. Ja, aber was ich halt so ein bisschen ulkig fand, obwohl das weitgehend so neutral gewesen wäre, weil während man hier persönlichen Bezug hatte und auch eindeutig gesehen hat, eben mit Blut, hätte man das gar nicht so mitgekriegt mit den Truppen. Denn man hat wirklich zig Attacken gehabt. Sie hat alles Mögliche abgewehrt, sie hat aber nie angegriffen. Ja. Es war schon ein bisschen sehr auffallend, dass sie überhaupt nicht, sie ist voll die gefährliche Bestie, die alles vernichten will. Ich habe mich auch schon vorher gefragt, wird da jetzt jemand draufgehen? Werden sie sich das wagen, dass irgendjemand vom Militär stirbt? Man sieht sie ja nicht, es wäre ja nicht ganz so schlimm.
quasi so gesehen, aber trotzdem schlimm, wenn man es weiß. Und dann hat sie mal angegriffen, aber nur dann, als zufälligerweise endlich die Digimon da waren und die Angriffe abwehren konnten. Ja, und als die fertig waren, die Digimon, hat sie nur noch abgewehrt, ab dem Zeitpunkt. Und das fand ich ein bisschen unlogisch, das Ganze, also das hat nicht so gepasst. Muss man wohl so hinnehmen, weil das halt so diese Entschärfung extra für die Geschichte ist. Außerdem, immer wenn die Dicke Ritter gerade ein wichtiges Gespräch zu führen hatten, stand sie einfach nur irgendwo ganz im Hintergrund rum und hat sich nicht bewegt. Während ich gesehen habe, dass die Zeit normal fortschritt, denn der Nebel ist normal vorbeigezogen, aber sie hat sich nicht bewegt. Naja, hätte man natürlich gemacht, also hätte man kaum anders machen können wahrscheinlich, denn ansonsten hätten sie diese Gesprächszeit nicht gehabt, schlicht und ergreifend. Aber okay, sie war ziemlich passiv, vielleicht kann man ja erklären, vielleicht war es ja ein bisschen, dass Gatomon und Meikumon sie ein bisschen gebremst haben oder sowas ähnliches. Wer weiß, wurde nicht so erklärt, aber ist einfach so. Weil gab es doch was Unlogisches. Ja, unlogisch also, war, dass Issi seinen Oolong-Tee getrunken hat. Unlogisch war, dass er nicht einmal auf die Toilette gegangen ist. Im ganzen Film nicht. Ja. Das hat nur gestunken wohl. Echt, ist das passiert? Ja, irgendjemand hat mal gemeint, dass er eine Dusche dringend nötig hätte. In dem Film jetzt? Nee, im letzten. Achso, ja. Also in einem davor. Ja, weil er die ganze Zeit da saß und komischerweise immer dieselben Fenster auf hatte. In allen Fenstern rattete dasselbe runter. Aber ja, okay, Aber naja, sowas, das müssen wir wohl hinnehmen, dass das irgendwas mystisch ist. Das sind dann halt Platzhalter. Mhm. Das ist so ein bisschen die Videospiele-Krankheit quasi, dass man dann einfach irgendwas anzeigt. Mhm. Die Videospiele-Thematik oder sowas hatte ich auch irgendwie das Gefühl bei, immer wenn Leute verschwinden und auftauchen. Mhm. Das fühlt sich ein bisschen an wie in einem Videospiel. Ja, weil sie so auftauchen heute. Und dann wieder, also nur um so einen Szenensatz zu sagen quasi, dass da... Und dann wieder weg sind. Ja. Auch sehr seltsam. Gut, der eine war angeschlagen, also als Taiji und er da gerade da drin waren, aber dieser Genai-Typ, gut, er konnte dann einfach so verschwinden, aber er war in Greifreichweite und ist ja, ihr Erzfeind. Und Taiji steht einfach so da und hört ihm 3 Minuten lang dabei zu, wie er sagt, was für Luschen sie sind. Ja, da habe ich mich nämlich auch gefragt, warum stürmt er? Gut, vielleicht, obwohl, nee, eigentlich ist er genauso so ein Heißsporn wie Matt. Eigentlich schon, ja. Man hätte erwarten müssen, dass er sich den wirklich packt und niederschlägt. Stattdessen steht er einfach nur rum und dann, also, sobald er raus war, so, Mist, wir müssen jetzt was machen, irgendwas muss es doch geben. Ich denke mir so, ja, du hättest wenigstens versuchen können, ihn. Da wäre es nämlich interessant gewesen, weil dann wäre er mit in die Luft gejagt worden. Ich weiß nicht, ob dem das so recht gewesen wäre. Mhm. Ja, also das war natürlich auch wieder klar, wurde so gemacht, da, damit der böse Genai da seinen Dialog oder sein Monolog zu Ende führen kann. Man wollte es halt irgendwie. Wobei ich das auch ein bisschen komisch fand, dass er auf einmal mit diesen Verrenkungen anfing. Das hatte er ja vorher nicht gemacht. So extrem. Ja. Also er war schon so ein bisschen creepy verzerrt gezeigt, aber das hat sich eigentlich eher auf sein Gesicht beschränkt. Mhm. Später kam halt ein bisschen die Gestik hinzu und dann war er nur am Hampeln, was dem Charakter auch ein klein wenig so die Glaubwürdigkeit genommen hat. Ich weiß nicht, was das ausdrücken sollte. Du fandest es sicherlich auch einfach nur unsinnig seltsam. Ja. Dümmlich und nicht ganz ernst zu nehmen. Gerade wenn ansonsten die Filme ja so wahnsinnig ernst sein sollen. Ja, man hat natürlich auch konstant immer wieder versucht aufzulockern. Das muss man ja dazu sagen. Ja. Während man jetzt wirklich, es ist ja graduell abgestiegen von der Heiterkeit. Es ist jetzt wirklich absolut düster, wie die schlimmsten Anime, wo alles nur Unheil und Verderbnis ist. Es war ja der ganze Film über dunkel. Ja, ja. Und deswegen ja, das ist ein absolutes Extrem. Man hat es trotzdem immer krampfhaft, schon aufgesetzt, unpassend, versucht immer abzumildern, indem man immer so komödiantische Szenen hatte. Zum Beispiel das erste natürlich wieder da, das extrem schmalzige. Was mit Gabumon oder ja, was? Irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will nicht in dem Sinn. Ich will Gabumon ja nicht kritisieren per se, aber ja, es hatte so ein bisschen was. Schon fast Sexuelles in so einer Art. Jetzt nicht wie man das so Dojinji-mäßig irgendwelche Vorstellungen hat, aber es hat irgendwie sowas Beziehungspartner-mäßiges so, der nicht anerkannt wird, aber der trotzdem treu an seinem anderen bleibt, so nach dem Motto, ach naja, mit mir wirst du zwar keine Beziehung haben, aber ich bleib trotzdem bei dir, auch wenn du dann eine Familie mit jemand anderen hast, so nach dem Motto. So ein bisschen hatte das so einen komischen Flair.
Es wirkte etwas verstörend. Ja. War wirklich so ein bisschen eigenartig. Und dann hatte man natürlich sie, die alle da starren. Und wie auch einer wieder da vor uns das Pärchen da bemerkt hatte. Alle gucken verlegen dann weg, wenn sie bemerkt werden, nur nicht Agumon. Agumon, ja. Ich weiß nicht, ob man das einfach wirklich deswegen, weil Agumon so naiv ist, gelassen hat, oder ob man es nicht hingekriegt hat, das weggucken zu lassen, weil die ja drumherum standen, die anderen. Wenn man das zu kompliziert fand, die im Kopf irgendwie jetzt dann noch irgendwo reinzuquetschen, was nicht gepasst hätte. Irgendjemand meinte auch, ich verwandte die Worte dann bei der Schmalzszene mit Gabumon irgendwie so. Best Buddy oder sowas ähnliches. Ja, wie gesagt, würde Das schon habe ich darüber nicht gehört. hinausgehen. Ja, es Das war schon ein war bisschen mehr irgendwo als von links das vorne. irgendwie. Das sollte man mindestens dazu sagen, wenn man was anmerken will. Aber es geht schon, wie gesagt, wesentlich weiter. Denn so lange, wie Gabumon das breit getreten hat, hat Ja, sowas noch nie ein anderes Digimon in irgendeiner Staffel und zu auch irgendwem mit jemals permanentem gesagt. Körperkontakt da, dieser ewig langen Umarmung Immer und wieder zugekrampft, verkrampften, ja, ja, dann wieder dieses ein bisschen Verkrampften locker und dann. gelassen und so weiter und Das war sehr, ja, Emotionsgefühle, also wirklich, wie gesagt, mehr als über, also was selbst tiefste Freundschaft angeht, schon mal hinaus. Das war schon wirklich extrem. Wenn man jetzt auch noch bedenkt, es ist eine japanische Produktion, die sind so nicht so mit so offenen Gefühlen, da ist das wirklich sehr ungewöhnlich. Das sticht wirklich extrem hervor. ich finde es gut, dass man dieses umgedrehte, diesen umgedrehten Charakterslot von Mei Mei und Kari nur sehr kurz erhalten hat, zum Glück. Und es Naja, nicht dass so sie auch immer breit da, getreten hat ich bin allein wie schon. Mei Mei am Anfang, genau. Am Sondern dass Anfang das ist, das erst, ging nur noch dann. ja, und dass das später dann nur kurz, aber ich dachte, hä, ihr habt einfach kurz die Rollen getauscht jetzt gerade. Ja, Aber dann hat, okay, dann fing sowas Mei passiert Mei halt. da wieder an und Ja. dann hat aber doch Mimi ja, eingegriffen und da gesagt, das Thema ist jetzt tabu. Dadurch kam ihre Yamato nur ganz kurzen Augenblick dann auch im Anschluss. Damit hat, ansonsten kam das tatsächlich nicht vor. Also somit, ab dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat im letzten Film, sie sollen Meikumon töten, kam das nicht mehr. Da muss man dann sagen, da hat sie tatsächlich eigentlich, bis auf jetzt, weil Kari damit angefangen hat und sie dann oh, das wieder so ein bisschen aufgewühlt hat, hat sie quasi eigentlich auch abgeschlossen, kann man da so sagen. Sie ist überhaupt nicht mehr dabei gewesen, weil sie irgendwie ihren Digi-Partner retten will, sondern eigentlich nur, um die anderen zu unterstützen, dass sie ihren Digi-Partner eben wirklich töten. Das muss man tatsächlich so sehen. Was das angeht, ist der Charakter wirklich dann ziemlich stark geworden, muss man sagen. Aber auch Also, wieder sehr noch mehr das ganze Düstere unterstreichend. ja. Und du hast ja, glaube ich, die Animes. Hast du die Animes School Days gesehen? Alles? Ja. Ja. Ich glaube, nicht, dass ich was Falsches sage. Der Ja, Regisseur ist das ja ist. derselbe. Ja, da, ja, stimmt. Da kann man Und. sagen, ja. Da hat es nämlich auch massig an Blut dann zum Schluss. Ah, okay, Da da passt wird nämlich dann auch der wirklich. Stil mit diesem Blur-Effekt so an den Rändern der Blutflächen. Weil es gibt ja unterschiedliche Darstellungen in Anime. Dann, manchmal hat es eine gerade Abgrenzung, wo der Blutfleck auf der Haut ist. Ah, auf der Haut Hier hatte man speziell, das nicht bei der aber Kleidung. so, ja, so ausfädend, also so gepuffert, dass das da so ein fließender Übergang ist, dass das dann einfach nur so eine Mischung aus Rot und der Hautfarbe wird langsam so künstlich gemacht. Also am Computer wahrscheinlich ist das so. Ein Wischeffekt Dazu so. Und passt auch sonst nicht. generell, wie düster die Filme Naja. relativ schnell werden und dann auch gerade gegen Ende. Es ist Ich eigentlich weiß vom nicht, wie lang. Verlauf sehr ähnlich zu School Days, weil School Days ist wirklich erstmal so einfach nur bla, Schulalltag, Sonnenschein, fast schon Ja. in Richtung Sakura, also Cardcaptor, Auch total sonnig. Auf einmal fängt es dann langsam so mit dem Schulfest an, dass Mädchen heimlich, also es gibt da so einen Raum, der ist extra für das Schulfest organisiert worden, wo dann die Mädchen sich mit ihren Lieblingsjungs dann da treffen dürfen und so, aber irgendwelche anderen Mädchen haben da Videoaufnahmen von gemacht, natürlich, und das läuft dann schon diese Filmvorstellung dann im Dunkeln ab und bringt dann schon die erste Verzweiflung mit rein und auf einmal hast du auch immer nur eher so dunkle Abendszenen und so, ja, es soll dann auch so ein bisschen ja, Richtung Weihnachten gehen, der Höhepunkt spitzt sich ja auch an Weihnachten zu, und ist dann auch ein sehr blutiger und das ist einfach nur noch psychotisch, wie das Ganze abläuft. Also wirklich purer Irrsinn und total, ja, blutig düster.
Ja, und hier hast du ja auch nur noch tiefste Verzweiflung und alles und Blut. Ja, hat man also natürlich nicht ganz im Extrem. Also ganz schlimm durfte man sich das bei Digimon ja doch nicht erlauben, aber. Ja, zum Glück hat man da noch ein bisschen auf die Bremse getreten. Das ist nicht, ich meine, das war wahrscheinlich schon das, ja, das Mindeste, was er auf jeden Fall hätte machen wollen, der Regisseur, dass man ihn da so, Naja, man ja, hat dann schon, ich Blut weiß nicht, ob er dann vielleicht noch Innereien gezeigt hätte bei dem oder sowas. ja, weil du hast in dem Film vorher, sind die beide da reingestürzt, Taichi und er irgendwie, Man oder? hat nur gesehen, wie der nach Taichi greifen will. Aha. Und dann gibt es diese Rauchexplosion, wenn Achso, du es ja, jetzt und dann ist meinst. alles. Ja, und dann sieht man nichts Und mehr. Taichi ist komisch, also gar nicht verletzt und er ist total verletzt, aber ich weiß auch nicht, wie die dort hingekommen sind eigentlich. Ja, das fehlt auch. Das Eine Erklärung ist dafür wieder so ein ist. Manko, das nicht erklärt wird, warum sind die in dem Versteck gelandet, in dem die anderen sind. Und er eben unverletzt und der andere total. Wie es dazu kam. Das wird nicht. Es gibt halt viele solche Lücken. Meistens, wenn sie von A nach B kommen. Zeitlich ist es auch ein bisschen unrealistisch. Der Timer läuft los, wenn Kushiro noch in seinem Büro sitzt. Da sind auch Hikari und Takeru immer noch im Zimmer von Hikari. Ja. Und die sind binnen 5 Sekunden, wenn man den Timer sieht, am anderen Ende der Stadt. Wie haben die das gemacht? Eine gute Frage. Weil es sind nur 10 Minuten. Ja. Auch noch Ausnahmezustandsgebiet, was abgeriegelt ist. Und sie haben sowieso nur 10 Minuten Zeit, aber sind binnen 5 Sekunden dort. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben sollen, weil sie auch nur zwangsläufig zu Fuß hätten gehen können. Sie hätten da wahrscheinlich eine Stunde gebraucht, mindestens, um dorthin zu kommen. Selbst wenn sie mit ihren Digimon hingeflogen wären, Vor allen Dingen, wie wären sie nicht haben gezielt sie, da ja, gewesen. vor allen Dingen, wie haben sie denn überhaupt gewusst, wo die anderen sind? Weil natürlich das Vieh konntest du finden, aber Ja. wo diese kleinen Leute in Am einem Rande des riesen Sees. Hafen oder bei der Brücke, wo jetzt genau? Ich meine, die hätten ja in einem Radius, wenn man jetzt davon ausgeht, naja, in einem gewissen Radius werden sie sein. Ja, aber die Stadt ist riesig, die hätten die auf jeder Seite sein können. Vielleicht haben sie Geocaching benutzt oder Ja, also sowas. irgendwas Keine muss wohl Ahnung. gewesen sein. Also, Das weil ist sonst ist das unmöglich, da jemanden zu finden. Also, was war eigentlich so der lustigste Moment in dem Film? Lustig ist du wirst wahrscheinlich lachen, bin ich, ja, Bisschen komisch war wissen. das dann auch mit, oh, ich kann auch weggucken. Wenn Patamon das sagt, weil ich weiß nicht, Weil es hatte Tikal einfach überhaupt. nur Kari aufmuntern will und Patamon erwartet gleich, dass er sie küssen möchte oder was? Ja, Auch die vor allen Dingen Fans haben es nicht aufmuntern. Ja, verstanden. auch vor allen Dingen von wegen aufmuntern. So wie er eigentlich gesagt hat, ist die Situation total ernst und immer noch düster. Weil sie ist eigentlich immer noch fertig wegen Taichi. Ja. Und er versucht nur so, sie da zu überzeugen oder so. Also ich weiß nicht, irgendwie, es hat überhaupt nicht den Flair. Von, warte mal. Von Paderborn digitiert. Nee, hat er auch nicht gesagt, oder? Was? Ich frage mich gerade, wie viele Sätze Paderborn überhaupt in dem Film hatte. Nicht sehr viele. Nein. Von dem einen Mal, oh, ist ja auch nicht hin, abgesehen, hat er vielleicht nur noch einen weiteren Satz gesagt in Am dem ganzen Anfang, ne? Film. Das war's. Patamon hatte erstaunlich wenig Sprechrolle. Also wirklich extrem wenig. Keine Ahnung, wie es Ja, ein dazu bisschen kam. gab es Parallelsachen, was viele gleichzeitig gesagt haben. Und oh, ja, Futter und sowas, das haben sie häufiger losgelassen. Aber der Sprecher kam echt ziemlich kurz in dem Film. Das, Ja, und wie gesagt, also ich finde es halt so ein bisschen lächerlich, dass zweimal Mega-Level kam und man hat es nicht gesehen. Man hat dieses Mega-Level nicht mal, also jetzt in dem Film überhaupt nicht richtig erkennen können, weil immer nur von hinten und auch nur groß aus der Entfernung und verzerrt. Und es gab keine Digitation dazu. Die wurde nicht gezeigt. Und die Attacke, die es hat, wurde auch nie genannt. Ich gucke die Filmreihe auf, ja, wir gucken die Filmreihe auf jeden Fall auch nochmal, vielleicht. Und ich kann das echt kaum fassen. Aber ja, Es ist es kann so. sein, dass bei dem Das hat Film mich wirklich nämlich was gestört, dass verschütt ging. nicht mal die Attacke, weder in dem einen Film, in dem es digitiert ist, noch in diesem,
genannt wurde, was es für eine Spezialattacke hat. Auch das normale Angemon? Nee, wirklich nur das Mega-Level, ne? Ja, darum bei normalen Angemon hat man ja, ja Lichtstrahl oder sowas, oder heiliges Licht oder irgendwas. War, also zumindest aus der ersten Staffel. Ja, von Magna hat man jetzt auch keine Attacke gehabt, aber das sehe ich jetzt mal ein, dass man von den anderen Digitationsstufen nichts gebracht hat. Mhm. Aber von dem Mega wenigstens. Aber das kam nicht vor. Ja. Während eigentlich jetzt in beiden Fällen, auch wenn es düster ausging beim ersten Mal, man schon etwas Besonderes draus gemacht hat, dass Angewomon digitiert ist, hatte man das hier nicht mal gesehen. Man hat nur irgendwann gesehen, dass es wohl digitiert ist, als es irgendwie in der Ferne fliegt und definitiv nicht mehr Magna Angewomon sein kann. Mhm. Und beim ersten Mal, dass es digitiert ist, hat man das ganz nebensächlich gehabt, dass es nebenher neben Herkules Kaputerimon war das, glaube ich, kämpft. Mhm. Und einfach nur so ein bisschen Unterstützung leistet. Also total Nebenfigur ist in dem Kampf. Eine der coolsten, animiertesten Attacken war, für, also es ist ein bisschen komisch, dass es irgendwie sich komplett, seine Flügel komplett frei formieren kann, um daraus alle möglichen Arten von Attacken irgendwie zu machen oder sowas ähnliches. Also ja, oder Digimon sogar daraus formen. Erschaffen, so ein bisschen D-Reaper-mäßig auch teilweise. Ja, manchmal ja, manchmal losgelöst, das war auch ulkig. Mhm. Also manchmal war es D-Reaper-mäßig verbunden mit dem Hauptkörper, manchmal konnten das auch losgelöste sein. Und wie gesagt, die Attacke, die da durch die Brücke geht und dann auf die Digimon dazu schießt, war ziemlich gut. Hat eigentlich auch ganz schön viel Glück. Und da hat Taichi mal gezeigt, also so generell bei allen Serien und Filmen, dass man jemanden wegschubsen kann, ohne dabei davon getroffen zu werden. Hut ab, Taichi, entweder bist du schneller als alle anderen Charaktere. Ja, es wirkt auch sehr schnell, muss man dazu sagen. Ja, komischerweise, meistens schmeißen die sich nicht mit weg, sondern stoßen die weg und bleiben dann stehen. Ja, das ist aber viel zu umständlich, es dauert viel zu lange. Ja, weil du dann viel mehr, genau, weil du viel mehr Zeit brauchst, weil du musst ja erstmal tatsächlich zum Stehen kommen, dann die Kraft aufholen, nochmal, die du aus dem Schwung verloren hast, weil du den ja weggenommen hast, um den anderen wieder wegzustoßen. Ja. Statt dass du dich auf den wirfst und ja wegschleuderst dadurch, dass du deine Fliehkraft ausnutzt. Das ist echt schön, dass sie die Dinge aus der zweiten Staffel nicht gezeigt haben. Überhaupt nicht nur so einen komischen Wagen schämen. Ja, das da ist haben sie total echt, der Korb. Da haben eigentlich. Sie mal die Fantasie der Fans, der einfach alles überlassen. Das finde ich auf der einen Seite auch gut. Auf der anderen Seite, das hätte mich durchaus auch gefreut. Ich mag ja Iori zumindest oder Cody auf jeden Fall. Der muss ja auch älter gewesen sein. Das ist spätestens, yeah, die ordentlich umdesignen müssen. Von wollen den wahrscheinlich Proportionen her hat man es ja gesehen, dass sie anders gewesen sein müssten. Gerade Iori muss ja geschossen sein. Die, ja, anderen nicht so extrem, aber auch ein bisschen. Sie waren ja ungefähr gleich groß, hat man ja gesehen. Mhm.